Heute geht es um die Tagesbehandlung im Krankenhaus. Da wird ein Problem angegangen, was in der Bedeutung überhaupt nicht überschätzt werden kann. Und wir haben daher darum gebeten, dass dieses Problem auch gründlich aufgearbeitet wird von der Expertenkommission. Das ist geschehen. Es geht um Folgendes. Also in Deutschland fällt auf, dass wir ungefähr 50% mehr Bettenkapazität haben als in anderen europäischen Ländern um uns herum. Und wir haben auch also eine 50% über dem Durchschnitt liegende Quote an vollstationären Versorgung. Das sind aber nur die Länder um uns herum. Wenn man mit den Vereinigten Staaten oder Israel vergleicht oder gar mit den mit dem Vereinigten Königreich, ist der Unterschied noch größer. Somit sehr stark vereinfacht ausgedrückt. Wir haben in Deutschland viel zu viele Betten, die wir betreiben, und wir haben viel zu viele stationäre Aufnahmen, die wir auch ambulant versorgen könnten für gleiche Qualität. Und dieses Problem ist seit langer Zeit ungelöst. Das Problem ist auch deshalb wichtig, weil uns über die Strecke hinweg auch die Pflegekapazität ausgegangen ist, um dieses ineffiziente System zu bedienen. Absolut. Wir hören ja immer, also es fehlt an Pflegekräften. Wieso fehlt es an Pflegekräften? Naja, weil wir sehr viele Behandlungen im Krankenhaus stationär durchführen, die man gar nicht stationär machen müsste. Und wenn man diese Behandlungen dann nicht mehr stationär machen würde, sondern man würde sie also so durchführen, dass also der stationäre Aufenthalt über Nacht eingespart würde, dann hätten wir natürlich auch viel mehr Pflegepersonal. Dann müsste zum Beispiel nachts diese Pflege nicht mehr bedient werden. Diese vielen aus für das Pflegepersonal. Vielleicht wäre der Pflegeberuf dann auch attraktiver, wenn nicht so viel in der Nacht gepflegt werden müsste. Nee, denn dann wäre es besser, Nachtschichten sind für viele. Brauchen wir keine Nachtschichten mehr, du bist der Beste. Es gibt wenig Interesse, in der Nacht zu pflegen. Und es gibt ich habe auch keinen Bock mehr auf Nachtschicht. Planbare Arbeitsverlauf auch zu haben, ohne überflüssige Nachtdienste. Das ist alles überflüssig, genauso überflüssig wie du. Medizinisch gesprochen, unstrittigerweise, schlicht und ergreifend komplett schlicht und ergreifend Scheiße, und gehen nicht nur mit erhöhten Kosten einher, sondern auch oft mit Hospitalisierungskeimen, die man sich dann zuzählt. Also sind medizinisch eher prekär. Ja, es ist prekär. Somit du bist auch prekär. Die Versorgung verändern. Und wenn man das machen will, dann braucht man also die Möglichkeit, dass eine stationäre Versorgung durchgeführt wird, ohne dass man in der Klinik übernachten muss. So ist ich gut. bringe ein Beispiel, sodass man sich bring das mal gut ein Beispiel, ich verstehe kann, es noch nicht ganz. Professor Pschorr, die also Vorschläge vortragen, aber ich will ein einziges Beispiel bringen, sodass also jeder hier weiß, worüber sprechen wir. Ein Beispiel reicht. Oft ist es bei der Krebsbehandlung so, dass die Patienten immer wieder behandelt werden. Und wenn dann die stationäre Versorgung erfolgt, dann wird zum Beispiel zunächst einmal festgestellt, wie weit ist der Tumor wieder fortgeschritten. Dann wird eine Behandlungsplanung gemacht. Dann wird also die Behandlungsplanung vorbereitet und dann beginnt die Behandlungsplanung. Das wäre dann typischerweise so ein Aufenthalt von 4 oder 5 Tagen. Aber eigentlich muss man in dieser Zeit gar nicht nachts im Krankenhaus bleiben. Und daher wird das zum Beispiel in den Vereinigten Staaten oder auch in vielen anderen Ländern so gemacht, dass dann tatsächlich in den Krankenhäusern diese Eingriffe gemacht werden. Da wird die Behandlungsplanung gemacht, die Geräte werden eingesetzt, es wird das Speziallabor genutzt, es wird interdisziplinär dann besprochen, wie machen wir denn jetzt eigentlich weiter, wenn die Befunde da sind. Aber nachts ist der Patient immer zu Hause. Weil das er muss eigentlich gar nicht übernachten, damit diese Behandlung stattfinden kann. Dann gehe ich auch. Und das ist dann eine sehr gute Behandlung. Die DRG kann dann komplett, die Fallpauschale kann dann komplett abgerechnet werden. Aber der Patient musste nicht übernachten. Und das ist in Deutschland bisher nicht möglich. Weil in Deutschland kann man diesen Fall als Krankenhausfall, der es ja ist. Ich habe ja von einer Krebsbehandlung gesprochen, nicht von einer Lappalie. Aber eine solche Krebsbehandlung könnte als Krankenhausfall nur abgerechnet werden, wenn der Patient jedes Mal auch übernachtet hätte. Und das wollen wir jetzt beseitigen, sodass der Fall auch abgerechnet werden kann als ein Krankenhausfall, der es ja ist. Es ist ja keine Lappalie, ohne dass der Patient dort übernachtet hat. Das ist das System. Und das kann man sagen, das kommt so oft nicht vor. Aber tatsächlich ist dieser Fall, dass man eigentlich nicht im Krankenhaus übernachten
müsste, ja, und trotzdem die Krankenhausversorgung benötigt. Das ist der am häufigsten abgerechnete Krankenhausfall überhaupt. Somit sprechen wir hier nicht von einer, sagen wir, Sondersituation, einer randständigen Lage, sondern wir sprechen über ein ganz zentrales Spezialfall, Problem, ja, der deutschen Krankenhausversorgung. Ja. Nee, dann ist gut, dass du das zuhörst. Ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, Kollege. Dass wir gleichzeitig eigentlich